Hallo liebe Freunde des gepflegten Weltraumsimulationsspiels. Herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program 1.0. Programm 1.0, ja. Es ist eine Krux mit dem Deutsch-Englisch-Denglischen hier. Und das soll uns aber nicht davon abhalten, den Weltraum zu erobern. Wir werden in dieser Folge Folgendes machen. Ganz viele Wissenschaftspunkte verdienen, denn an der Wissenschaft hakt's. Wir brauchen die Wissenschaftspunkte, um dann größere Raketen bauen zu können, um dann auch, oder generell einfach mehr Teile bauen zu können, zu haben, um dann, auf dem Mond zu landen und wieder zurückzukommen. Das würde ich gerne machen, denn, wie ihr seht, sind wir immer noch mit einem, noch mehreren hier, guck mal. Wir können ja ganz viel hier zurückholen. Was ist das denn? Location Area? Habe ich was nicht mitbekommen? Bewegen die sich? Jeans Discount Warehouse Beta? Okay, auf jeden Fall holen wir uns mal erstmal unsere Spacecrafts zurück. Da bekommen wir ja, nur 0,4 Science. Mystery Goo Observation while flying at Curbing. Das hat kaum was mehr gebracht, weil wir es schon mal gemacht haben. Recovery of a vessel that survived the flight plus 0 Science, weil wir schon ganz oft gemacht haben. Vielen Dank für eure Tipps. Ich weiß jetzt inzwischen, wie das mit den Wissenschaftspunkten ungefähr funktioniert. Wir werden den Goo in verschiedensten Situationen anschauen, die Data covern, wenn wir das Vessel recovern können, bekommen dann mehr Wissenschaftspunkte als sonst und alles wird gut. Dasselbe gilt für, genau, also die Daten zu übertragen ist eigentlich sehr ineffizient. Die Parts können wir alle noch gebrauchen und vor allem unser Crew-Member Bill, den holen wir auch zurück. Dann haben wir hier noch eins rumliegen. Recover. Hier, plus 10 Science. Recovery of a Vessel Return from Kerbin. From Orbit, ja, dafür bekommen wir 10 Science-Punkte. Und Crew Report, while in space high over Kerbin, plus 7,5 Science-Punkte. Das sind alles Dinge, die ich hier so mal Learning by Doing gemacht habe. Dank eurer Kommentare und Hinweise jetzt aber auch hoffentlich mal beherrsche. Ne? Die Parts bekommen wir auch wieder zurück. Funds, wir sind, 600 Funds ist ja nichts. Wir haben schon 500.000 zusammen, das ist ja unglaublich. Ein Jebediah, advanced to level 1. Was mag das wohl bedeuten? Jebediah, schauen wir mal. Was ist Level 1? Was kannst du jetzt, was du vorher nicht konntest? Ist das das? Das müsste das Pilotenzentrum sein. Nein. Ah, ich kann es mir nicht merken. Wird mir auch nie angezeigt. Hier. Jebediah. Pilot, Level 1. Weil er um Kerbin georbitet ist. Effects. Stability Assist. Prograde Retrograde Hold. Das kann er jetzt, oder was? Krass. Nice. Der Stability Assist ist natürlich super. Ich frage mich nur, ob wir da nicht auch die Technik für brauchen. Wie sieht es mit unserer Mission aus? Da hängt es ja immer. Was ist denn aktiv? Wir haben immer noch einen VIP. Complete a VIP's Travel Itinerary. Then return her safely to Kerbin on schedule to collect her fare. Bringt Geld, brauchen wir aber nicht. Und außerdem haben wir dann noch ein Jahr Zeit. Ein Jahr und einen Tag. Wobei, wenn wir jetzt im Orbit ganz schnell die Zeit vergehen lassen, dann ist das auch schnell wieder vorbei. We take a crew report in flight above 19.200 meters near Johnny's Redemption incomplete. Da weiß ich immer nicht genau, wie wir hinkommen. Den können wir nicht testen. Den Thumper bei 80.000 und Explore the Moon. Da haben wir 1 completed, ja. Aber achieve orbit around the Moon. Land on the Moon. Bringt doppelt so viel Geld. Transmit or recover scientific data from the surface. Das wäre natürlich super. Wenn wir es transmitten könnten. Transmitten ist einfach. Oder einfacher als recovern. Schauen wir mal. Zum Glück gibt es zwar keine Deadline. Orbit the Moon. Nehmen wir auch mit, wenn wir schon dorthin fliegen. Das kriegen wir hin. Perform visual surveys. Visual surveys kriegen wir auch hin. Take a crew report in flight above 9000 senior sector. Wir sollen unter 10.000 Metern und über gewissen Dingen hier schweben. Okay. Duration 10 years. Nehmen wir mit. Und jetzt haben wir 7 von 7, ja. Ferry Tourist perform visual service of Kerbin. Oh, das wäre einfacher gewesen. Mit den ganzen Warehouses. Naja, dann lass uns einfach einen Active fertig machen. Lass uns doch mal um Kerbin orbiten.
Ich habe schon wieder vergessen, wie wir die Rakete gebaut haben. Aber das ist ja, ich bin ja jetzt ein so erfahrener. Stay Putnik MK1. Was ist das? The Stay Putnik offers the ultimate solution in crew safety. A lightweight sphere equipped with remote receivers and relay control input from the ground to the craft. It carries no crew at all, thus keeping them perfectly safe from all harm. This device does require electricity to operate, however, and will cease to function if the power runs out. The built-in batteries should keep it going for about 10 minutes. Okay, damit können wir also Drohnen bauen, wenn ich das richtig verstehe. Und wir können sie 10 Minuten, ja, ohne Körbins reinzustecken, benutzen. Interessant. Fuel Tank. Ach ja, wir haben auch neue Dinge. Dinge, ja. Thumper kennen wir. Command Control kennen wir. Decoupler kennen wir. Crit haben wir auch noch nie benutzt. Nase, Winglet, Heat Shield, Cone Hammer, ja. Aber hier ist was Neues. Die Service Bay. A heat-resistant Service Bay, ideal for protecting delicate instruments or stowing small service components such as RCS tanks, batteries etc. Das heißt, bekommt ihr die Batteries da rein oder was? Landing Struts, Parachute. Aber die Rechargeable Battery. For electrical applications, holds two Quarter A Batteries and holds a maximum of 100 units of charge. 100 Units, wir haben 50 normal in unserem Kommando-Pod. Das heißt, wir haben jetzt dreimal so viel. Science Junior, kennen wir, Gu. Der Thermometer. This system is definitely not a store-bought model with some wire stuck out of it. Stuck to it. Warranty, what if an engineer admits it's actually a store-bought model with some wire stuck out of it? Sehr schön. Was ist das? A fully deployable communications and data transmission system. It has been designed to have a minimal form factor when stowed. Müssen wir stowed halt? Occasional antenna tweaking and swift kicks to the main assembly may be required for optimal performance. Crash tolerance, gar keine. Heißt das denn, dass wir damit besser kommunizieren können als jetzt mit der Antenne zum Beispiel, ne? Gehe ich mal von aus. Ist doppelt so teuer, aber dafür, ich weiß nicht, braucht es weniger. Es ist 1 Meter lang, braucht es weniger Strom? Kann das sein? Die Antenne ist auf jeden Fall viel leichter. Lass uns einfach mal einen bauen. Und vor allem deutlich reden, denn es hören ja Leute zu. Utility, Fallschirm drauf. So, und jetzt gucken wir mal. Können wir denn in unser Science-Wessel-Dingens, Bummens da hier, oder die Service Bay? Hier, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier ist Science. Ne? Können wir jetzt Science Junior? Noch nicht. Erst möchte ich ein Heat Shield? Nö, Science Ding nehmen wir mit. Können wir das öffnen und da alles reinmachen? Das wäre natürlich super, ne? Aber ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist. Ist das dafür gedacht? Guck mal, das sieht total aus, als ob es dafür gedacht wäre. Nee, kriegen wir hier nicht reingelegt. Das wär schön gewesen, wenn wir das hier reingelegt bekommen hätten. Nee, er mag es außen dran beppen. Kann ich auch verstehen. Ist okay. Halt, nee, warte. Ist er jetzt doch drin? Nein, es hängt draußen. Geht's überhaupt zu jetzt? Es geht zu. Ja, okay. Dann hat das ist keine Hitbox oder so. Das Thermometer. Ja, das machen wir an die Seite auf jeden Fall dran. Communications Device. Es ist Learning by Doing hier. Habe ich das schon gesagt? Geht's trotzdem auf? Ja, geht auf. Sehr gut. Close. Extend, Blink Lights. Oh. Die Lichter gehen nicht an, ne? Aber ich gehe mal davon aus, ja, dass wir damit eine viel bessere Verbindung be hinbekommen als mit der Antenne. Wir werden es rausfinden. Außerdem, Gu kann man immer gebrauchen. Wobei der Gu halt, na, ich warte mal mit dem Gu noch. Wir haben ja jetzt fast überall den Gu benutzt. Wobei er schon viele Punkte bringt. Viele, viele Punkte. Ich möchte ein Service Bay brauche ich noch nicht, oder? Die Batterien hätte ich gern. Guck mal. Kriegen wir die hier dran gebeppt? Oder müssen wir die hier dran beppen? Nö, das müsste doch hier gehen, oder nicht? Dann können wir auch auf die andere Seite Gu machen. Hoffe ich mal.
Learning by doing. Sehr schön. Also, Heat Shield drauf. Denn ihr kommt wieder zurück mit in die Atmosphäre. Dann die Kappler. Noise. Okay, und jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Wir brauchen auf jeden Fall einen Swivel, um zu swiveln, ne? Das ist klar. Da nehmen wir gerne zwei. Ich bin... Ja. Es ist nicht effizient. Ich bin halt auch ineffizient im Steuern. Aber das passt schon. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder unseren Decoupler. Darunter würde ich dieses Mal gerne den Thumper stecken. Da ist kein Platz. Gehen wir ein bisschen raus mit der Kamera. Gehen wir ein bisschen hoch mit dem Raumschiff. Ja, die würde ich gerne mal bei 80.000 zünden. Und damit dann Richtung Mond fliegen. Richtung Orbit. Das kriegen wir hin, oder? Dann Command Control. Jetzt müssen wir das Ganze, das hier ist alles über 80.000. Jetzt müssen wir erstmal über 80.000 kommen. Ja, bleiben Sie nicht sagen, dass übrig ist, hier unglaublich viele von denen dran zu beppen, oder nicht? Ah ja, genau, vielen Dank für den Hinweis, weiterhin, nochmals von euch. Wir können den Thrust Limiter einstellen, ja, und auch betanken. Wir nehmen natürlich alles voll mit, aber, achso, jetzt habe ich immer nicht geguckt, wie ist das denn, wenn wir, können wir dich anhalten? Können wir mit X die, das, wir können dich ein- und ausschalten, oder nicht? Save mal das hier mal. Save. Untitled. Do you want it or cancel? Wir nennen dich. Mooney. Erstmal. Ja? Save. Okay. Und jetzt machen wir ein neues. Feststofftest. Sehr schönes Wort. Da werden wir einen. Dich hier nehmen. Gerne auch mal es mit dir probieren. Ja. Electric Charge 10-10. Ist an oder ist nicht an? Doch, mach mal voll gecharged. Ja, dann schicken dich einfach mal hoch. Das müsste funktionieren. Wobei, wenn du halt runterkommst, wird alles zerschellen. Deshalb würde ich dann schon gerne noch irgendwo einen Fallschirm dran beppen. Utility Radial Mount Parachute. Einer muss reichen. Das müsste fliegen und auch wieder runterkommen, nicht wahr? Ja. Mehr musst du gar nicht machen. Andersrum, natürlich. Ah. Erst zünden, dann landen. Okay, was kostet der? 1000. Für einen Test ist das ja gar nichts. Achso, jetzt habe ich die Feststoffrakete nicht ganz so eingestellt, wie ich sie möchte. Aber ob man sie zünden können und abstellen, gehen wir auch so raus. Nee, wir können sie nicht abstellen. Unglaublich, dass es die nicht zerfetzt hat. Mal gucken, ob sie es überlebt. Nice. Der Fallschirm wirkt echt Wunder. Okay. Also warte, mir wurde auch gesagt, hier oben kann ich jetzt zum Space Center oder recovern. So spare ich mir immer einen Umweg. Vielen Dank auch dafür. Ich hätte eure Kommentare viel früher lesen sollen. Hätte uns beiden viel erspart. Keine Science, aber Parts, das ist doch schon mal was. Next. Dann. Okay. Also die Feststoffraketen können wir einmal zünden und nicht mehr ausschalten. Wie ich es mir gedacht habe. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, das ging mal, oder nicht? Ne? Save, Load, Autosaved. Ach, das ist interessant. Feststofftest, Mooney. Oh. Ist das ein Mondlander? Das ist ein Mondlander, oder? Ja, guck dir das an. Was ist das? Ein Fuel Tank und ein Oxidizer. Das heißt, da bauen wir die Rakete dran oder was? Aber prinzipiell ist das, ja. Haben wir das gebaut? Nee, haben wir nicht gebaut. Das wird uns jetzt zur Verfügung gestellt. Gut zu wissen. Don't save. Mooney. Load. Nice. Okay. Weiter raus. Feststoff. Kriegen wir hin, oder?
Mit dem Lenken hatten wir immer Probleme. Mit dem Lenken hatten wir unglaubliche Probleme. Wie wäre es, wenn wir, ja, um die hier nach oben zu bekommen, auch wieder Thumper benutzen? Gerne Radial Decoupler auch. 4 an der Zahl. Feststoffraketen. Oder Booster. Ungefähr auf dieselbe Höhe wie die Hauptrakete. Sind sie an den Decouplern dran? Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht so aus. Wenn ihr mich fragt, sind die nicht an den Decouplern dran. So sind sie es aber auf jeden Fall. Mal haben sie ein bisschen Abstand, mal nicht. So haben sie auf jeden Fall einen Abstand. Jetzt steht die Rakete aber nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ah. Okay, warte. So, und jetzt? Genau. Nein, doch nicht. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Geduld mitgebracht wie ich. Oh, da fällt mir ein, ich muss eine Option auch hier leiser machen. Geht das hier? Was sind denn die Optionen? Ah, macht er jetzt nicht. Reset. Nein, kein Reset. Okay, keine Option. Exit. Müssen kurz raus. Save and continue. Sonst vergesst das auf jeden Fall. Die Musik ist zu laut. Ich habe sie zwar nur auf 10% oder 9% stehen, aber sie muss nochmal, glaube ich, halb so laut gemacht werden. Audio, genau 9%. Gehen wir auf 5. 5. The Voices. Apply. Wie hätte es anders sein sollen, als dass sich das Spiel aufhängt, wenn ich hier was ändere? Wir laden Mooney nochmal. Oh, und er hat es tatsächlich so weit gespeichert. Okay. Mooney wird jetzt aber, wie gesagt, an die Radial Decouplers. Genau so. Oh, das wäre auch eine tolle Rakete, ne? Jetzt hat er nicht die 4, sondern die 3. Und jetzt hat er auch eine, die nicht. Nimm sie wieder, mach sie weg. Radial Decouplers. Ja, Booster da. Okay. Jetzt nehmen wir wieder den Thumper. Sieht gut aus. Nur noch ein bisschen runter. Ich traue dem nicht, aber es sieht schon auf jeden Fall so aus, als ob das... So sieht es auf jeden Fall mehr aus, als ob es dran wäre. Aber da ist das Problem, dass es nicht so weit unten ist, wie ich das gerne hätte. Das gibt's doch nicht. Sag mal, habe ich hier... Ah ja, Angle Snap. So ist schon besser. Also, so müssen sie doch dran sein. Sind sie auch. Und ich mag sie ein bisschen weiter unten haben. Tut mir leid, wenn das hier lange dauert. Und er sie so schon gar nicht mehr dran macht, aber... Okay, und jetzt ist der einzige Unterschied. Ah! Ich muss die Radial Decouplers weiter runter machen, nicht wahr? Jetzt haben wir es. Genau so muss das sein. Okay, und ihr vier, macht mal nur mit halber Backe. Ihr alle. Okay, du in der Mitte natürlich nicht. Du in der Mitte bist ein anderer. Radial Decoupler, da ist auch wieder einer. Können wir euch nicht gruppieren? Dich dazu? Egal. Was ist mit dir? Nun gut, dann hast du eben auch nur 50% Thrust. Aber das ist schon okay. Warte mal, wir bringen dich mit dem Vieren auf 80.000. Bei 80.000 schalten wir dich ein. Aber dann können wir doch gar nicht sagen, mach dieses oder jenes. Deshalb brauchen wir eigentlich noch Flüssigraketen, die dich erstmal in Orbit bringen. Wenn wir einen stabilen Orbit erreicht haben, brauchen wir die Feststoffrakete, um dich rauszubringen. Aber selbst dann, wofür brauchen wir bitte eine Feststoffrakete bei 80.000 Metern? Das ist totaler Unsinn. Warum soll er überhaupt getestet werden da oben?
Also da baue ich lieber eine Rakete, die sicher zum Mond kommt, als dass wir dich hier testen. Wir brauchen ja auf jeden Fall Flüssigstoff. Flüssigraketen. Jetzt wibbeln wir mit dir, machen wir den Orbit um den Mond und kommen hoffentlich auch wieder vom Orbit raus und zurück. Und... Oder? Guck mal, wir könnten doch jetzt theoretisch hier auch nochmal ein paar Flüssigstoffraketen dran klatschen, ne? Ja, die dann alle... Ja, das kriegen wir hin, das funktioniert. Falls ihr keine Ahnung habt, was ich hier mache, vertraut mir einfach. Vertraut mir doch einmal! So, hier dran kommen jetzt nochmal Flüssigstoff, ja. Auf derselben Höhe. Dann oben drauf. Ja, hier, genau. Nasen drauf. Und, ja, unten brauchen wir vier Swiveler, ne? Da wir noch keine anderen Möglichkeiten haben. Das wird natürlich ein teurer Spaß. Aber den gönne ich mir jetzt mal. Dann, um dich in die Atmosphäre zu bringen, nehmen wir eine Feststoffrakete hier in die Mitte. Ja. Die Swiveler können wir die schon einschalten? Nö, ja, gucken wir mal. Machen dich wieder. Na, du bist ein. Na! Einzelnen brauchen wir nicht. Mal gucken, ob beim Staging auch alles klappt. Fallschirm, ja. Die Kappeln, ja. Mit dir navigieren wir um den Mond und wieder zurück. Dann ist hier aber was falsch, genau. Ihr vier. Du musst viel weiter runter. Mit dir navigieren wir um den Mond. Davor haben wir uns von denen getrennt. Die vier bringen uns auf Orbit und auf Mondorbit. Okay. Du gibst den Schub nochmal und zwar, wobei bist du? Bei 50. Okay. Hier können wir eigentlich nochmal 4 dran setzen. Ne? Und zwar so, dass sie relativ 4 und drunter sind. Müssen wir da Nasen draufsetzen? Eigentlich nicht, das geht auch so. Okay, sieht so aus, als ob ihr alle stabil steht. Ihr könnt alle zusammen feuern. Aber nur bei 50%, okay. Ja, 50, ich gehe mal davon aus, dass 50% okay sind. Wir werden unsere Erfahrungswerte jetzt damit machen. Und ja, lass mich überlegen. Ich gehe jetzt rüber. Ja, dann werde ich den Strom anschalten. Ich weiß immer noch nicht, ist der Strom dann angeschaltet oder nicht? Electric Charge ist an. Ne, machen wir natürlich voll. Toggle Flag. Wir können die Flagge rausholen. Okay. Launch. Okay, was habe ich vergessen? Mir fällt es natürlich erst mal ein, wenn wir schon am Launchpad stehen. Schauen wir mal. Ich wüsste nicht, was da schief gehen sollte. Okay. Viel Erfolg uns allen. Mhm. Sie steigt zumindest. Und wird schneller. Das ist doch okay. Zum Lenken habe ich nichts, aber das passt schon. Solange mir Kerzen geradeaus nach oben fliegen, ist alles okay. Hoppla, ich hätte dich gerne in derselben Gruppe gehabt. Das könnte zum Problem werden, denn wir werden diese Tanks, diese schweren Tanks, mit dir mit hochtragen müssen, ne? Wir sind gerade mal bei 1400 Metern. Okay, es scheint so, als ob 50% viel zu wenig sind und wir da auch nicht wirklich lenken können, ne? Aber wir sind unter 200 Meter pro Sekunde. Das passt. Aber wir verlieren hier gerade. Ja.
Wir verlieren an Geschwindigkeit. Auf jeden Fall Revert Flight und Vehicle Assembly. Wir müssen mehr als 50% einstellen und auch hier die Gruppierung neu machen. Genau, da werden wir uns von euch allen trennen. 70% und du in der Mitte auch. Kommst du her? Nein. Och. 50 und hier auch. 70,5. Okay. Die Gruppierung ist da. Was zum Lenken wäre nicht verkehrt. Hier unten Winglets dran. Macht er das? Geht das? Das ist eine sehr seltsame Rakete, wenn ihr mich fragt. Das wäre seltsam, wenn die funktionieren würde. Aber ich mach's mal. Mal gucken. Viel Erfolg uns allen. Vor allem den Piloten. Aber wir haben noch keinen verloren. Okay, wir mussten zweimal cheaten, aber passt schon. Okay, so wie ich sehe, ist Electric Charge an, ne? Also mir wurde gesagt, wenn ich hier, so ist es aus und so ist es an. Dann musst du, da müssen sie aber hier andere Knöpfe drücken, also beim besten Willen. Beim besten Willen. So, wie viel Charge haben wir überhaupt? Nur 50. Und wieso haben wir hier nur 50? Wenn er doch nochmal 100 dazu beiträgt, müssen wir das hier oben dran batten oder was? Und du, Extend Transmit Data, okay, Observe Mystery Goo, okay. Und der Thermometer, Toggle Display, sehr gut. Lock Temperature. Das finde ich auch blöd, ja, Keep Data. Da müssen wir dran denken, wenn wir oben sind. Wow, was habe ich jetzt mit der Kamera gemacht? Nicht, was ich wollte. Ich weiß nicht, in was für einem... jetzt ungefähr. Na, ich krieg die Kamera nicht. Das gibt's doch nicht. Was machst du denn mit der Kamera? Als ob er nicht die Rakete fokussen würde. Die Rakete geht immer weiter weg. So kann ich nicht arbeiten. Was habe ich denn jetzt eingestellt, sag mal. Resume Flight, ja. Ich sehe die Rakete gar nicht mehr, ne? Gib mir die Rakete! Alleweil, okay. Ja, so wird ein Schuh draus. Puh, also. Viel Erfolg. Okay, 70% sieht schon besser aus. Ich brauche natürlich einen Nerfball. Versuche sie so stabil wie möglich zu halten. Bewegt sie sich? Sie geht ein bisschen, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die Winglets irgendwas bringen. Es scheint nicht so. Die Rakete scheint sich... Und wir sind weit über 200, ja. Hm. 70% sind schon wieder zu viel, ne? Naja, wenigstens kommen wir mal hoffentlich damit in den Orbit. Wow. Die Winglets bringen... Das war der falsche Knopf. Ah, ja. Wenn schon, denn schon, ne? Nehmen wir noch ein paar Science-Punkte mit. So, gucken wir mal. Das ist gut. Nee, warte, ich möchte ein bisschen stabilisieren, sonst kann ich hier so nicht arbeiten. Okay. Nö. Nicht der Gegenvektor. Ja, oder Gegenvektor ist auch egal. Hauptsache mal einigermaßen stabil. Können wir den Thermometer anklicken? The less precision of the beauty has splattered around interior, forming new and interesting color combinations. Behalten. Observe Mystery Goo. Behalten. Wobei wir mit Mystery Goo, glaube ich, jetzt echt keine neuen Daten mehr bekommen. Was ist mit dir? Ah ja, da schau her, der Electric Charge ist gecharged. Extend. Retract.
sag mal Extrand, können wir einen Data transmitten. Will become inoperable. Transmit usable once only. Transmit all. Schaffen wir das? Ja. Braucht zwar die ganze Batterie, 92%. Aber den Thermometer haben wir nicht angeguckt. No power, schade. Aber das ist ja doch ein schönes Science Vessel, wenn ihr mich fragt. Enough electric charge, aber nun gut. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir damit und damit fast alle Daten übertragen können. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch für den Mond gilt. Für den Mann. Entschuldigung. Und damit war dieser, hier das alles nicht für die Katz, ne? Und wir wissen, dass wir mit dem Konzept, mit dem Raketenkonzept, nur schwerlich das erreichen, was wir machen wollen. Wirp, langsam. Wir wollen dich nicht zerstört haben. Ich hoffe mal, dass das Heat Shield das den Aufprall abdämpft. Aua! Okay. Dann lass uns so ein paar Landing Struts dran bauen. Recover. Schade, das war, glaube ich, teure Technik, die uns da gerade flöten gegangen ist. Und auch teurer Treibstoff. Nun denn, wir haben gelernt. Science 0. Aber wir haben noch welches übertragen. Genau, ein bisschen, wir haben 29 Science-Punkte. Nice. Und damit können wir uns noch nichts kaufen, aber wir sind schon mal weiter als vorher. Owned. Ich bleibe fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn wir es wieder angehen, den Mond, den Mann zu orbiten und diesmal sogar Daten zu übertragen. Bis dann, euer Egon Sonn.